Okay, Leute, wenn das so ist, dann wäre meine erste Frage, was ist hier eigentlich passiert und was ist hier eigentlich los? Alles begann vor vielen Jahren. Okay, wir wissen also schon, es ist eine lange Zeit her, als alles passiert hat. Okay, einst war dieser Ort, nun ja, ein friedlicher Ort. Okay, ich glaube, mittlerweile ist das nicht so ein friedlicher Ort, weil ja, okay, schaut euch mal diese Welt an, die ist ja nicht mehr, also sie sieht nicht wirklich so friedlich aus. Diese Welt war wunderschön, wie die anderen Welten es auch sind. Ich glaube, sie redet von den Welten der anderen Stämmen. Also ja, okay, die Wasserkorallenstamm sah auch schon echt schön aus, die Welt von denen. Doch das Besondere war der sogenannte Wegstein. Ein mächtiger Gegenstand, der die Fähigkeit hatte, den Weg eines lebendigen Wesens zu ändern. Warte mal, also es gab einen Stein in dieser Welt und der hatte die Möglichkeit, den Weg eines lebenden Wesens zu ändern? Eines Tages breitete sich das Böse in den Welten aus und verlangte von den Stämmen den Wegstein. Aber okay, ich glaube, in den Händen einer falschen Person könnte der Wegstein, so wie ich ihn verstehe, vieles Böses bewirken. Jedoch ging es ihnen zu dem Zeitpunkt einfach zu gut und sie beschlossen, ihm den Wegstein nicht zu übergeben. Aber wahrscheinlich, weil da hatten die wahrscheinlich auch noch nicht diese Art Krieg, die glaube ich jetzt haben. Also ich weiß nicht, ob die jetzt Krieg haben oder so, aber es hörte sich auf jeden Fall bei Asterias Ansagen so an. Alle, bis auf einen Stamm, das jedoch keiner der anderen Völker wusste. Das bedeutet, ein Stamm hat die anderen, wenn man so will, verraten und wollte denen eigentlich den Wegstein übergeben, den Bösen? Der verräterische Stamm stahl den Wegstein und gab ihm den Bösen. Oh nein, oh, warte, aber welcher Stamm war das? Welcher Stamm kann denn so böse sein und ärgert sich, dass die den Wegstein, dass die anderen einfach verraten? Zuerst endete er den Weg dieser Welt und sie wurde blutrot, wie der Stamm, der uns verraten hat. Oh, Leute, okay, ich glaube, das möge dann die Frage beantwortet haben. Ja, blutrot, Rotblüter sind die gleichen Wörter. Ich glaube mal, die Rotblüter waren die Verräter. Ich habe doch am Anfang gesagt, dass es sich nicht so gut anhört, der Name. Oh, Leute. Alle Menschen, die zu dem Zeitpunkt der Verwandlung dieser Welt noch hier waren, mussten fliehen und in eine andere Welt flüchten. Oh, Leute, ja, okay. Deswegen stecken die hier fest. Also ich glaube, ja, ich glaube, die stecken hier fest. Also ich meine damit Vokis, Drikon und Kiawa. Wahrscheinlich, weil halt diese Welt geschlossen wurde, das Portal, bevor die hier rauskamen, oder? Doch alle, die es nicht rechtzeitig zu dem Portal schafften, waren für ewig hier verbannt, da das Portal zerstört wurde, ja. Das ist ja voll mies. Also ich meine, die haben einfach das Portal geschlossen und wenn die nicht rechtzeitig rauskamen, dann hatten ja Pech und waren für immer verbannt in dieser Welt. Okay. Das bringt mich eigentlich auch zu meiner nächsten Frage. Wie viele seid ihr eigentlich? Also, wie viele haben es nicht rechtzeitig zum Portal geschafft? Also, wie viele Verbannte seid ihr? Wir sind insgesamt 7 Verbannte. Ein Begleiter, Vokis, ein Führer, Drikon, 4 Entdecker und eine Hellseherin. Um genau zu sein, mich. Ah, okay. Also, Vokis hat uns ja schon gesagt, er ist der Begleiter der Neuankömmlinge. Und Drikon ist, wenn man so will, der Anführer. Okay, das erklärt, warum der in den Krieg ziehen wollte. Ich meine, aber macht das so viel Sinn? Also, das würde mich auch direkt eigentlich zu meiner nächsten Frage bringen. Ich dachte schon so, also wenn nur Vokis, Kiawa und Drikon in dieser Gruppe sind, dann will Drikon mit Vokis und Kiawa, also zu dritt, in den Krieg ziehen. Und ich stelle mir unter Krieg schon irgendwie so einen Völkerkampf vor. Okay, und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Gegen wen will Drikon Krieg führen? In dieser Welt existieren nicht nur wir, sondern auch ein sehr gefährliches Volk namens dem Abyss. Okay. Ein sehr gefährliches Volk. Okay, das erklärt dann, warum der wahrscheinlich Krieg gegen die führen will. Aber okay. Als diese Welt noch aufgeblüht hat, waren sie das Äther, ein freundliches und kulturelles Volk. Oh nein, Leute, ich kann mir vorstellen, was passiert ist. Wahrscheinlich waren das so Ureinwohner. Und die waren halt wahrscheinlich irgendwie zu dieser Welt verbunden. Und als diese Welt böse wurde, wurden die wahrscheinlich gegen ihren Willen wirklich so böse. Ey, das ist wieder. Also, die Geschichte ist so tragisch. Okay, aber Kiawa, jetzt kommen wir zu meiner wirklich wichtigsten Frage. Ich habe eine Freundin, die heißt Asteria. Und ich habe ihr versprochen, ja,
technisch gesehen habe ich ihr versprochen, dass ich ihr helfen werde. Denn sie sucht nach 4 Gemstones und wenn wir diese gefunden haben, können wir wieder in ihre Welt und da möchte sie unbedingt hin. Also wie kann ich hier rauskommen? Wie, oder besser gesagt, wie kann ich euch auch hier rausbringen? Weil ich möchte uns alle hier einfach rausbringen. Also wie kann ich es schaffen, dass wir alle aus dieser Welt rauskommen? Also gibt es noch irgendwelche Überreste von diesem Portal? Oder irgendwas, was ich suchen könnte, um das Portal wieder zu vollständigen, damit alle hier wieder raus können. Man besagt, dass die fehlenden Teile des Portals... Okay, sie bricht immer diese Sätze ab, als würde sie überlegen, was sie mir so sagen möchte. Das kommt mir etwas suspekt vor. Ja, dass die fehlenden Teile des Portals wo sind? Ja, in dieser Welt verstreut sind und von grässlichen Kreaturen, die man nur mit der mächtigen Waffe Excalibur bezwingen kann, beschützt werden. Excalibur? Okay, das klingt ja... Wie kann ich diese grässlichen Kreaturen besiegen und diese Teile finden? Was gibt es da für eine Möglichkeit? Wie kriege ich das hin? Weil ich möchte uns einfach hier rausbringen. Ich finde diese Geschichte so tragisch und so unfair. Und ich möchte die hier rausbringen. Und ich selber muss natürlich auch noch irgendwie hier raus. Also, wo kann ich diese finden? Oder besser gesagt, wie kann ich überhaupt diese grässlichen Monster bezwingen? Dafür benötigst du jedoch Excalibur. Okay, wie kann ich Excalibur finden? Nimm diesen Kompass an dich. Er wird dich zu Excalibur führen. Oh, der Führer. Okay, das ist ein Kompass. Vielen Dank, Kiaba. Danke für alles. Du warst die Einzige, die mir hier irgendwelche Fragen beantworten wollte. Ich danke dir und danke für den Kompass. Dafür bin ich da. Und nun, ja, ich verstehe. Ich verschwinde. Okay, Leute, dann würde ich jetzt sagen, machen wir uns auf den Weg, Excalibur zu finden.